Hallo und herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und jetzt erstmal zur Abendbotschaft. Was bringt uns der Abend heute am 13. Februar? Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, ein Elixier tut sich uns auf, was uns befruchtet. Und ja, wir sollten auch nichts hinterfragen, sondern die Dinge einfach geschehen lassen. Ist das nicht eine schöne Botschaft, Leute? Das ist doch herrlich. Wir schauen weiter. Was bringt uns der Sonntag, der Valentinstag, der 14.? Freue mich ja auch über alle, die bei der großen Zeremonie dabei sind, die ich mit meiner Mama mache. Auch da freue ich mich drüber. So, wir lassen ein bisschen federn, haben vielleicht ein bisschen angeschlagen von der Nacht davor. Trotzdem kommt eine positive Woge der Gefühle auf uns zu. Und ich glaube, die kann jeder von uns ganz gut gebrauchen. Wir schauen rein, was für die einzelnen Zeichen am Valentinstag wichtig ist. Wir beginnen mit den Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze. Ein wohlwollender Mann, ja, und wir übernehmen Verantwortung mit einer Sache. Dann bei den Erdzeichen ein Verlust und ein Verlust der Gefühle, der Beziehung, der Liebe ein bisschen, ja. Wir lassen etwas los. Das sind die Zeichen Stier, Jungfrau, Steinbock. Ein Mann, ein Gegenüber wird unseren Horizont erweitern, wenn wir zu den Luftzeichen gehören. Zwillinge, Waage und Wassermann. Für die Wasserzeichen Spiritualität, was denen ja in die Wiege gelegt ist, und eine Stille. Wir sollen wirklich die Spiritualität, die Nähe, die Zweisamkeit, wenn wir sie haben, genießen und nicht in eine Starre oder in eine Ohnmacht verfallen. Krebs, Skorpion und Fische. Ich freue mich auf morgen. Alles Gute. Mucho, mucho. Amore.